Oh, da sind wir wieder bei Terraria. Ich habe einen lila Regenhut, Manu hat einen blauen Regenhut, haben wir gerade gefunden. Noch beim Rumlaufen und Sortieren. Und jetzt werden wir zweimal irgendein komisches Auge besiegen. Ha ja, geil. Oh, jo. Oh, da ist er auch schon. Oh, oh, jo, ist er schon tot? Ist er schon tot? Oh, jo. Ja, ja, fast, fast. Ja, warte mal, ich probier mal. Ich glaube, wenn man die Pille da rein von. Ach so, warte mal, wir haben doch links die Plattform. Komm mal mit nach links. Sollen wir sie endlich mal nutzen? Oh, ich hab's ja nicht getroffen. Oh! Jetzt aber. Da haben wir sie ja gebaut. Man kann ja hier durch die Plattform durchballern, weißt du? Das ist ja praktischer. Ah, ich glaube, mein Dornenscheiß ist da effektiver. Wenn ich mal Mana hätte, was ich nicht habe. Mal Laser, da. Ah, okay. Oh, Hess Awoken. Wer hat denn damit gerechnet? Okay, Nummer 2. Und. Oh, Hilfe. Oh, pieseln wir es an. Nee, ich mach mein anderes Zeug. Wenn du uns genau ins Pupille reinschießt, dann macht's mehr Schaden. Ins Pupille? Genau ins Pupille. In die Pupille. Kein Mana mehr. Verreck! Hilfe! Oh los. Gott, die ganzen A. Nein. Die regnen! Hä, das war's? Ja. So. Gut, das war's dann mit dem Part. Wir haben. Nein, wir gehen jetzt noch ins Dschungelgebiet, haben wir beschlossen. Ich kann ihm mal die Items geben. Ach, kannst du das? Wo bist du denn? Hier. Ja, hallo. Ich stehe hier im Dunkeln. Hier, Goldfische, verderbte Saat, Dämoniterz, ganz schön viele Pfeile. Ich glaube, das war's. Hä, der. Was denn? Da kann ich 16 Dämoniterz bei zweimal zwei Leben verloren haben. Ah, da ich oben ist nochmal. Da oben ist Nummer 99. Aha. Hat sich's versteckt. Dämonit, 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 Erz, Dämonit. Dämonit, 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 Dämonit. Hier kommt das Dämonit. So. Davon haben wir auch noch ein bisschen was. Ich leuchte nicht mehr, wenn ich laufe. Wie jetzt ausgemacht. Ich hab den Regenschirm ausgezogen. Oh, ich höre einen Stern. Das Leuchten ist aber eigentlich voll hässlich. Nee. Hat ja keinen Vorteil. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß trotzdem. ich brenne halt gerne. Okay. Hier. Was hier? Na, ich hab dir zwei Sachen gegeben. Das ist schön. Ein Stern und den Hut. Wollen wir noch was aus dem Schattenzeug machen? Was hast denn du für einen Hammer und eine Axt? LED. Okay. Ich kann dir welche daraus machen, wenn du willst, Hammer und Axt. Ja, warum nicht? Okay, dann hier einmal eine Axt. Und einen Hammer. Lol, wie stark der ist. Ja. Ist ein bisschen stärker. So. Wunderbar. Gut, und jetzt gehen wir in den Dschungel, der sich rechts von uns befindet. Ja. Ich hab hier mein Ich hab einen Stern, ich hab einen Stern. Ich hab mein. Ha. Oh jo. Danke, dass du die für mich sammelst. Du meinst für mich? Ich nehm die. Ich schluck die doppelt. Oh, da ist noch einer. Ich kann jetzt übrigens nicht mehr schwimmen, ne? Weil ich die Flosse ausgezogen hab. Oh nein. Ja. Komm mal in eine Gruppe rein. Bist irgendwie raus. Ja, aber ich ja kurz schnell zum Haus kommen. Wir hätten nämlich unser Obsidian, unser Bossauge noch am Arsch der Welt liegen. Wie wenig man sieht bei dem Regen. Gut, dass ich meinen Regenhut auf hab. Dank ihm sehe ich alles. Die ganze Landschaft ist einfach nur einfarbig. Da freut sich auch das YouTube-Video. Dunkel und einfarbig. Ja, 20 MB groß. Okay, also wir machen jetzt nur noch Terraria, weil das schnell hochzuladen geht. Ja. Ah, hier wird es ein bisschen grüner. Ah, ich glaube, wir sind auch richtig. Oh boah, grün. Alter, ist das für ein. Achso, ich dachte schon, was ist das denn für ein Baum? Das ist Rich Mahagoni. Haben wir selber dahin gebaut. Wenn du dich erinnerst. Rich Mahagoni. Ah, der Reiche. Boss gerade ab. Okay, ich bin schon. Alles. Ich bin schon drin. Im Dschungel. Ich will aber den Regenwald abholzen.
Ich leg in eine der oberen Kisten mein Zeug rein, so ein bisschen, dass ich Platz hab. Ja, nehm ich dir gleich weg. Okay. Ich hab jetzt unser ganzes Scheißholz hier abgebaut. Ich bin doch fleißig. Ich bin ja, so stolz alles auf weg. Dich. Eigentlich sollte ich das Zeug da oben sortieren, weil es das auch immer automatisch einsetzt. Automatisch, ja. Wir machen es eben so. Oh, da kommt wer, da kommt jemand. Ich hör's. Dynamit brauchen wir nicht, Eisfackeln auch nicht, eine Eichel auch nicht, unseren Schattenschlüssel auch nicht. Willst du mitmerken, dass ich mein, ach, den Schattenschlüssel behalte ich lieber. Sonst vergesse ich den irgendwann nochmal hier und dann rede ich drüber auf. Halt, den ein Slot kannst du auch ruhig belegen. Ich habe jetzt 160 Mana. Ich habe noch 2 Sterne, ne? Falls du willst. Okay, auf die grüne Hintergrundwand kannst du immer Fackeln setzen. Falls es für dich eine Hilfe darstellt. Ah! Monster! Ah! Hilfe! Da fliegen die Eingeweide. Alter, geht weg! Die können jetzt mit ihren Scheiß Hornet. Die schon immer mit ihren Stacheln schießen? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, früher so sind lange her. Panisch hinter ihm hergeflogen und wollten einen irgendwie Schaden zufügen, haben es aber nie geschafft. Ah, Dschungelsporen. Wofür waren die nochmal? Auch für Zeug, die entweder die Ranken oder für die Waffen, für alles. Das sind diese grün leuchtenden Sporen, die musst du abprügeln. Ja, deswegen kam ich ja drauf, weil ich sie gerade abgebaut habe. Ja, ja, aber nicht gewollt wahrscheinlich. Doch. Weil ich mich erinnert habe. Ich habe mich erinnert. Noch eine Truhe? Nee. Mein Gott. Ich hab die. Oh, Sky Blue Flower. Oh, ich dachte, das wäre so diese. Hier gibt's ja auch diese Blume, die dein Mana automatisch nachfüllen lässt, wenn's leer ist. Eine Blume? Ja, das hattest du als Item. Das war keine Rüstung. Du hast gemeint, das war eine Rüstung. Ach so. Die hat das automatisch für dich Mana-Tränke eingesetzt. Ja, das war ein Accessoire. Hast du in die Goldtruhe geschaut? Ja. Ja. Was war da drin? Scheiße, Tränke. Als wenn wir da schon mal dran gewesen wären. Okay. Can't remember. Was ist das denn hier? Ich glaube, ich habe eine Spore. Ja, Dschungelsporen. Aktiviert. Wie ein Dschungelschleim. Alter, diese Kackviecher hier, ne? Oh! Oh! Oh ja! Ich habe einen magischen Spiegel. Oh! Endlich kann ich mich immer nach Hause teleportieren. Ohne zu sterben. Wie spät wir den jetzt bekommen haben, ne? Ja. Na gut, wir haben nie eine normale Höhle durchsucht, ne? Ich habe eine Ancient Cobalt Breastplate gefunden. Erhöht maximale Mana um 20, 3% erhöhte Magie auf kritische Trefferchance. Ah! Die hat einfach so eine zugewachsene Biene gedruckt. Was bietet sie mir? Lol, wie cool. Lava-Charm. Bietet 7 Sekunden Immunität gegen Lava. Dschungelsporen, ja! Gegner, ja! Im letzten Part war ich ein bisschen übersteuert. Ich glaube, diesen Part vielleicht auch noch ganz bisschen, aber nicht mehr so bisschen stark wie letzten Part. Nicht mehr so bisschen stark? Ja, genau so wollte ich es ausgedrückt haben. Das klingt cool. Dankeschön. Da unten sind die Sporen. Oh, oh no. Sei doch mal Sporengeiler. Ich hab meine Leuchtstäbchen. Ich brauch keine Sporen. Haha, geflutet. Ach ja, man kann die ja nochmal bearbeiten, die Leuchtstäbchen. Jetzt habe ich klebende Leuchtstäbchen. Ja! Oh nein! Okay. Da, so einer hat ein Rüstungsteil gedruckt, glaube ich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also hier geht schon mal nicht weiter. Wohin müssen wir? Wir müssen nirgends hin, wir müssen das Gebiet durchsuchen. Wir müssen die Dinger dazu. Ja, ist schon klar, das weiß ich, aber... Piu, piu, piu. Alter, diese Waffe, ne? Sind wir im Wilden Westen, oder was?
Der hat den Pio Pio Grad über 5000. Okay, warte, nehme ich das Schwert. Oh, was ist hier denn? Da rechts! Da rechts! Dann grab mal rüber. Genau, ich. Helf mir mal. Ich habe irgendwas gefunden. Beza bedrohlich. Immunität gegen Gift. Was gibt's denn jetzt alles für Items? Wollen wir Wasser. Die Kletterklauen weg. Oder ist außerdem Verteidigung? Ja, Bewegungstempo. Wer will sich denn heutzutage noch schnell bewegen können? Echt, ey. Komm, ich hab 1% mehr. Der Manu sagt, hier geht's nicht weiter. Hä? Ja, hier ist noch voll viel. Hab ich das gesagt? Ich hab nur gefragt, wo lang? Alter, was ist denn hier los? Hier ist ein Baum unterirdisch. Oh, ich bin auf Lava-Ebene. Ey, nee, das war doch jetzt nicht, oder? Ah, nee, hier geht's noch ein bisschen weiter. Ach, Gott sei Dank. Ich habe noch eine Ivy-Chest gefunden. Lol, wie geil ist das denn? Ich habe jetzt so wie die Luftleiste, habe ich so eine kleine Lava-Leiste, wenn ich in Lava reinspringe. Die sich immer wieder auffüllt. Geil. Das wäre geil, wenn wir davon zweites auf jeden Fall hätten. Ich bin jetzt nach rechts gegangen und das geht ja anscheinend noch richtig weit in die Tiefe. Okay. Du bist 400 Meter weg. Lol. Ich habe die Blume gefunden. Geschenk der Natur. Ah, hat sogar generell, wenn du es normal hast, 6% reduzierte Mana-Nutzung. Aber wenn du es craftest, dann noch mit dem Blumentopf, dann hast du irgendwie so einen Mana-Topf, der automatisch die Tränke einsetzt. Soll ich dir geben? Also das, was du anfänglich gefunden hast, mit dem, was ich wollte, oder was? Was? Du hast doch gerade, was hast du da jetzt kombiniert, oder was? Nee, ich habe eine Blume gefunden. Die kannst du aber später, glaube ich, mit so einem Topf kombinieren oder so. Ach so, und den Topf haben wir aber noch nicht. Das ist ein, den kann man sich ganz einfach craften. Ach so. Ja, hier unten ist noch eine Truhe. Nee, mit dem Mana-Trank, glaube ich, war das. Mit dem Mana-Trank musst du es kombinieren. Okay. 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 Oh, Fußkette des Windes. Okay. Sagt ihr denn was? Ja. Was macht das nochmal? Weißt du? Muss er es töten? Mart auf mich zu schlagen die ganze Zeit. Material. Um 10% erhöhtes Bewegungstempo. Plus 4% Schaden. Ausrüstbar. Hä, warum steht da Material? Was ist das? Nein! Oh, da ist er wieder tot. Ich hab 50 Silber verloren. Oh. Aber das war's auch mit der Folge. Da gehen wir beim nächsten Mal wieder im Dschungel. Und wir schauen jetzt erstmal, was wir hier Schönes an Beute haben. Oh, ein Herz. Oh, jo. Ha. So geil. Ich guck gerade nochmal, was ich alles von mir kombinieren kann, weil das ist ja ziemlich viel Zeug, was ich hier mit mir rumschleppe. Ich kann kombinieren nichts. Boah, so viel. Soweit ich sehe, kann ich wirklich nichts kombinieren. Ich kann mir Giftdarts herstellen. Oh, warum gibt es denn dann so viele einzelne Items? Oder muss ich die Schuhe damit kombinieren? Nee. Vierfach kombiniertes Item wäre auch zu übertrieben. Wäre richtig cool. Muss man eigentlich mal mit dem Wiki nachschauen, was man alles miteinander kombinieren kann. Ja. Kommt man ja gar nicht drauf klar. Lava-Charm. Bedrohlich. Was hatte ich noch an die Geisterstiefel? Genau. Ich hatte Immunität gegen Gift dann? Okay, warum auch immer. Cool. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Terraria und bis dann, euer Zombie. Tschüss.